Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, die Lichtverhältnisse sind nicht die besten, aber es ist einfach strahlender Sonnenschein draußen und ich hatte Lust, euch meine Neuzugänge zu zeigen. Darum kein perfektes Licht, aber total viele schöne und ich hoffe, perfekte Geschichten. Und die möchte ich euch sehr gerne zeigen, denn es ist ein bisschen was an Rezi-Exemplaren bei mir eingetrudelt. Ich habe was getauscht und ich habe sogar ein Buch gewonnen. Und die ganzen Geschichten warten auf mich in der nächsten Zeit. Ja, es sind viele, aber ich habe auch super viel aussortiert. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Manchmal guckt man seinen Sub an und hat auf die ein oder andere Geschichte überhaupt keine Lust mehr. Und so ging mir das letztens auch und ich habe beschlossen, all die Bücher, die schon sehr lange schlummern, anzulesen. Ich habe jedem Buch 50, 60 Seiten ungefähr gegeben und was mich nicht komplett gepackt hat, ist rausgeflogen. Jetzt geht's aber los mit den Neuzugängen. Und das erste, was ich euch zeigen möchte, sind zwei Bücher, die ich getauscht habe mit einer ganz lieben Zuschauerin von mir. Da sind diese zwei Schätze bei mir eingezogen. Dein falsches Herz von Stephanie Scott bei Goldmann erschienen. Da hat mich einfach schon das Cover total angesprochen mit dieser Farbgebung und diesen Vögeln. Ihr kennt mich ja, wenn Vögelchen auf dem Cover sind, lohnt sich bei mir immer ein zweiter Blick. Und So tun, als ob es regnet von Iris Wolf. Das sind vier Erzählungen in einem Roman. Und mit dem Buch möchte ich auch beginnen. Ich habe von Iris Wolf Die Unschärfe der Welt letztes Jahr gelesen. Es war eines der sprachlich herausragendsten Bücher, was ich in meinem ganzen Leben bisher gelesen habe. Und das ist tatsächlich auch nach wie vor in meinem Bücherregal. Auch wenn die Geschichte, der Plot gar nicht unbedingt so herausragend war, zumindest für meinen Geschmack, hätte da mehr Tiefe sein dürfen in den Figuren und in den Geschichten, aber die Sprache von Iris Wolf war unfassbar gut und total mein Geschmack und deswegen freue ich mich so sehr auf ein neues Buch von ihr. Und hierin geht es über vier Generationen des 20. Jahrhunderts und vier Ländergrenzen hinweg. Hier erzählt Iris Wolf beglückend, poetisch, das klingt schon wieder nach meinem Geschmack, von Jakob, Henriette, Vico und Hedda. Sie alle erfahren, wie fragil ihre Lebensentwürfe vor dem Hintergrund der Geschichte sind und dass das Zusammenspiel aus Freiheit und Anpassung, Zufall und freiem Willen stets in Bewegung ist. Vom Klappentext kann man nicht viel rausschließen. Ich freue mich einfach wieder auf die Sprache von Iris Wolf. Also falls ihr das schon gelesen habt, erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie euch das gefallen hat. Bei dem nächsten Buch hier handelt es sich um eine Geschichte um eine junge Frau, die nach der Wahrheit ihrer Mama sucht und die eine ergreifende Geschichte über Liebe, Verrat und Vergebung finden wird. Der Japaner Keitaro ist gut aussehend, charismatisch und ein professioneller Ehesaboteur. Im Auftrag ehemüder Männer verführt er deren Ehefrauen, um die Scheidung kurz und kostengünstig zu halten. Keitaros neuester Auftrag? Rina scheint Routine, bis er der jungen Frau zum ersten Mal begegnet und aus der inszenierten Affäre für beide eine tiefe Liebe wird. Doch die Beziehung verstößt gegen jede Regel der strengen japanischen Gesellschaft und nimmt eine dramatische Wendung. Jahre später stößt Rinas Tochter auf die bisher verborgene Geschichte der Mutter und macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Das klingt für mich nach einem Sommerroman mit Tiefgang. Ich habe vor, das mit in den Urlaub zu nehmen und da reinzulesen und ja, freue mich auf eine Liebesgeschichte, die vielleicht ein bisschen kompliziert war und über eine Mutter-Tochter-Geschichte. Ja, klingt nach meinem Beuteschema für den Sommer. Dann habe ich ein Rezi-Exemplar extra angefragt bei CH Beck, weil ich ja schon mich in den letzten Monaten sehr mit der Flucht meiner Großeltern aus Ostpreußen beschäftigt habe. Ich habe einige Bücher dazu bereits gelesen und euch auch hier schon vorgestellt. Und jetzt habe ich in einem anderen YouTube-Video einen Tipp bekommen, dass es da tatsächlich noch ein Buch gibt, was mir gefallen könnte. Und ja, das ist, denke ich, der Fall. Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern, heißt es. Und zwar Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Das habe ich, wie gesagt, angefragt beim Beck Verlag. Vielen Dank, dass ich das lesen darf, denn ich glaube, das ist genau das, was ich suche. Zu Fuß,
Allein? Allein. Christiane Hoffmanns Vater floh Anfang 1945 aus Schlesien. 75 Jahre später geht die Tochter denselben Weg, 550 Kilometer nach Westen. Sie kämpft sich durch Hagelstürme und sumpfige Wälder. Sie sitzt in Kirchen, Küchen und guten Stuben. Sie führt Gespräche mit anderen Menschen und mit sich selbst. Sie sucht nach der Geschichte und ihren Narben. Ein sehr persönliches literarisches Buch über Flucht und Heimat, über die Schrecken des Krieges und über das, was wir verdrängen, um zu überleben. Und weil es um die Autorin selber geht, hier ist sie auch nochmal abgebildet, und sie sich als Frau ganz alleine auf denselben Weg macht, den damals ihr Vater gegangen ist, war ich total überzeugt davon, dass das eins der Bücher sein könnte, die dieses Thema Vertreibung, Flucht aus Ostpreußen sehr menschlich angehen und sehr persönlich angehen. Und ich glaube, dass das ein Buch sein könnte, was mit meiner eigenen Familiengeschichte ziemlich viele Parallelen hat, und darum freue ich mich auf diese Geschichte. Dann habe ich bei der lieben Lisa Katharina vom Gedankenlabor dieses Buch gesehen. Der Bär, eine Reise im Einklang mit der Natur von Andrew Krivak. Das soll eine Parabel sein, ein Buch, was so ein bisschen märchenhaft daherkommt, mit dem Bären als Protagonisten. Und eine Erzählung sein über Menschen und das Ankommen in der Natur. Ein Mann und seine kleine Tochter leben alleine am Fuß eines Berges. Sie besitzen nur wenige Habseligkeiten, die von der menschlichen Zivilisation übrig geblieben sind. Der Mann lehrt seine Tochter alles, was sie zum Überleben braucht, und weist sie in die Geheimnisse der Jahreszeiten und der Gestirne ein. Später ist das junge Mädchen herausgefordert, sich allein zurechtzufinden. Nur ein Bär begleitet es auf seiner Reise durch die weite Wildnis und vermittelt ihm die elementarsten Weisheiten, die es braucht, um sich in der Natur einzufinden und seine Heimat zu finden. Ich glaube, das ist ein märchenhaftes Buch, das wahrscheinlich sehr viele zwischen den Zeilen Lebensweisheiten vermittelt. So auf jeden Fall habe ich das herausgehört, und ich freue mich drauf, denn das könnte ich mir vorstellen, ist so ein Buch zum Genießen über die Natur, über das Wesen der Natur, über diesen Bär, der wahrscheinlich eine Art Metapher ist, eine Symbolkraft haben wird. Und ich glaube, dass das so ein Buch sein könnte, was einfach der Seele gut tut. Und darum freue ich mich natürlich auch auf den Bären. Und weil wir so gerade beim Thema Tiere sind, habe ich noch ein Buch über Tiere. Und das habe ich bei Tauschticket ertauscht. Und zwar bei den Wölfen. Ja, von den Bären zu den Wölfen. Ich fand das irgendwie ansprechend. Ich habe in letzter Zeit ja so einige Bücher gelesen, die Wölfe mit als Charaktere eingebaut hatten, deren Geschichte, deren Ausbilderung zum Beispiel eingebaut hatten, oder auch die Forschung über Wölfe. Und hier haben wir, glaube ich, so eine Verbindung von mehreren Themen, die mich gerade sehr interessieren. Rachel Kanes Leidenschaft sind Wölfe. Seit über 10 Jahren kümmert sich die Zoologin in einem Indianerreservat um deren Wiederansiedlung. Tage und Nächte lang folgt sie den Spuren ihres Wolfsrudels durch die Wildnis. Eine einsame Arbeit, aber Rachel scheint zufrieden, bis ein exzentrischer englischer Lord ihr ein attraktives Jobangebot macht. Rachel soll helfen, den Wolf zurück in den Lake District zu bringen. Doch hier lebt noch ihre Mutter, und in ihrer Nähe wollte Rachel nie mehr sein. Aber wie lange kann sie noch vor der Vergangenheit davonlaufen? Ich glaube, das ist ein Buch über Identitäten, über diese Leidenschaft, was die Wölfe angeht. Ich hoffe auch so ein kleines bisschen auf einen Einblick in das Reservatleben. Und ich denke mir auch, dass das die Geschichte einer Frau ist, die auf dem Weg zu sich selbst sein wird. Ich glaube, dass es viel auch um Rachel gehen wird, vielleicht auch ein bisschen um Liebe. Ja, ich glaube, das könnte auch ein Buch nach meinem Geschmack sein. Das nächste Buch ist meine Quartalsbestellung bei der Büchergilde gewesen, und ich wollte unbedingt Die Enkelin von Bernhard Schlink lesen. Das wird mein allererster Bernhard Schlink sein. Ich habe von dem Autoren tatsächlich noch nie was gelesen, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Fans gibt. Und ich wollte auch diese coole Ausgabe, sie ist jetzt noch eingeschweißt, mit diesem Klavier haben. Finde ich nämlich richtig hübsch und auch schöner als das Original beim Diogenes Verlag. Hier geht es um
Birgit. Birgit ist zu Kaspar in den Westen geflohen für die Liebe und die Freiheit. Erst nach ihrem Tod entdeckt er, welchen Preis sie dafür bezahlt hat. Er spürt ihrem Geheimnis nach, begegnet im Osten den Menschen, die für sie zählten. Er lebt ihre Bedrückung und ihren Eigensinn. Seine Suche führt ihn zu einer völkischen Gemeinschaft auf dem Land und zu einem jungen Mädchen, das in ihm den Großvater und in dem er die Enkelin sieht. Ihre Welten könnten nicht fremder sein. Ja, Bernhard Schling schreibt ja, glaube ich, oft um das Thema deutsch-deutsche Geschichte und die Wende und so weiter. Und das ist zumindest so bei mir irgendwie im Hinterstübchen. Kann sein, dass ich mich da auch irre. Und ich freue mich hier drauf, denn Bernhard Schling ist so einer der Autoren, die ich schon lange lesen wollte und das irgendwie noch nie gemacht habe. Jetzt ist es an der Zeit. Und als das bei der Büchergilde rauskam, wusste ich, das wird mein nächster Quartalskauf sein. Nachdem ich ja letztens den Fluss gelesen habe von Peter Heller, wollte ich gerne den Folgeband auch lesen und habe mir die Lodge bestellt. Das ist der Nachfolger. Bei dem Fluss ging es ja um zwei befreundete junge Männer, die in Kanada in der Wildnis auf einem Fluss Kanu fahren und eine sehr gut geplante Kanutour durchziehen, denen aber ein Waldbrand im Nacken sitzt. Und hier geht es nachher um einen dieser beiden jungen Männer und um seine Geschichte, wie es weitergegangen ist nach den Ereignissen aus der Fluss. Und zwar ist das der Jack. Jack tritt einen neuen Job an. Und zwar wird er Angel Guide in einer schicken Lodge. Und bald wird ihm klar, dass irgendwas in dieser Lodge überhaupt nicht stimmt. Es geht also wirklich wieder nach Kanada. Jack ist also frisch angestellt in dieser Lodge. Das ist so ein Urlaubsort, in dem nur die Reichen und Schönen absteigen. Und er bekommt einen Gast zugewiesen, das ist Allison. Und die sollen eigentlich die Tage mit unbeschwertem Angeln in der idyllischen Landschaft verbringen. Nach und nach fallen Jack aber seltsame Dinge auf und er und auch Allison beginnen sich Fragen zu stellen, nämlich was wirklich mit dem Vorgänger von Jack passiert ist, der so ganz abrupt seine Sachen gepackt hat und wer auch der ominöse Besitzer dieser Lodge Mr. Dan wirklich sein soll. Er muss feststellen, dass das Schild des Nachbarn "Hier wird geschossen" keine leere Drohung ist und er macht schließlich eine schockierende Entdeckung. Ja, ich bin gespannt, ob es ranreicht an den Fluss. Ich habe so gemischte Kritiken gehört, aber ich wollte sehr gerne weiterlesen, denn Jack ist mir im ersten Band doch ziemlich ans Herz gewachsen und jetzt geht's in einer Leserunde weiter mit der Lodge. Das nächste Buch ist tatsächlich ein Gewinn gewesen. Ich habe auf Instagram bei einer Verlosung mitgemacht und habe Glück gehabt und habe den Papierpalast gewonnen von Miranda Cowley Heller. Ein Buch, was ich auf der Liste hatte, der zu beobachtenden Bücher, nicht wirklich auf der Wunschliste, weil ich sehr gemischte Meinungen gehört habe. Ich wollte mir aber jetzt, nachdem ich diese Verlosung gesehen habe, natürlich mein eigenes Bild machen und habe da einfach mal dran teilgenommen. Ja, und wie gesagt, Glück gehabt. Ich glaube, dass das Buch eins der Bücher ist, was sehr die Gemüter spaltet. Manche feiern es total. Andere brechen es aufgrund einiger Trigger in diesem Buch auch ab. Und ich weiß noch nicht, zu welcher der beiden Kategorien ich gehören werde. In dieser Geschichte geht es um Ellie Bishop. Die geht hinunter zum See. Alle Sommer ihres Lebens hat sie im Papierpalast verbracht, im Ferienhaus der Familie. Hier hat sie sich zum ersten Mal verliebt, Freundschaft und Schmerz erlebt. Hier kam die Familie zusammen und brach auseinander, fand sich neu. Inzwischen ist sie 50, hat Kinder und einen liebevollen Ehemann. Und doch ist eine Erinnerung in ihr lebendig, die sie gut gehütet glaubte. Seit der Mann, den sie schon ihr ganzes Leben lang liebt, gestern auf sie zukam. Ellie springt ins Wasser, sie muss sich entscheiden. Gehen oder bleiben. Ein großer Roman über die Sommer unseres Lebens und darüber, was es heute bedeutet, eine Frau zu sein. Und ich glaube, es geht in diesem Buch um vergangene Liebe, um einen Ehebruch. Und ich glaube, das war auch das, warum so einige mit der Geschichte nicht klarkamen. Und um Leidenschaft, um das Erinnern an vergangene Zeiten, um eine Neuausrichtung im Leben. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Buch ist, das sehr kontrovers diskutiert ist, aufgrund auch dieser Ehebruch-Thematik. Das ist auch der Punkt, warum ich es nicht sofort auf die Wunschliste gepackt hatte. Aber jetzt freue ich mich, dass ich mir mein eigenes Bild machen darf und freue mich,
dass es eins der Bücher sein wird, die mich hoffentlich im nächsten Sommer dann gut unterhalten werden. Denn das scheint auch ein sehr sommerliches Setting zu sein mit dem See und dieser Erinnerung an die ganzen Familiensommer, die dort stattgefunden haben in diesem Haus. Ja, das ist eins der nächsten Sommerlektürebücher, die ich mir vorgenommen habe. Das nächste Buch ist ein Geschenk gewesen von meiner Schwiegermama, die das gelesen hat und gesagt hat, es hat ihr sehr gut gefallen und ich dürfte es auch gerne haben, wenn ich wollte. Habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Es geht um Möwengelächter von Christine Maria Baldurs-Dottir. Ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Und ich fand das einfach so super, weil es nach Island geht. Die Rückkehr der kapriziösen Freya aus Amerika wirbelt die Welt eines kleinen isländischen Fischerdorfs gründlich durcheinander. Freyas rote Lippen und ihre tolle Figur bringen das Gleichgewicht der Dorfbewohner erheblich ins Wanken. Auch die respektlose Agga ist ihrer fremden Tante gegenüber voreingenommen. Als dann ein Mord geschieht, sieht sie all ihre Mutmaßungen bestätigt. Und es soll ein hinreißender, amüsanter Roman sein über dieses Fischerdorf und über Vorurteile. Und meine Schwiegermama hat das Gefühl gehabt, das könnte was für mich sein. Darum freue ich mich natürlich drauf und vertraue mal auf ihr Urteil. Ich lese da mal rein und bin gespannt, ob es auch meinen Nerv trifft. Die meisten Tipps, die ich von ihr bekommen habe, waren bisher Gold wert. Das letzte Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Namiko und das Flüstern in dieser wunderschönen Ausgabe. Das ist so leinengebunden. Ich habe es hier jetzt noch eingeschweißt gelassen. Und Andreas Sechet kenne ich schon von den zwitschernden Fischen. Das habe ich letztens auch gelesen. Es war ein Buch, wo ich die Sprache sehr interessant fand, die mir aber so ein bisschen zu drüber war. Sehr, sehr poetisch, sehr lyrisch. Und irgendwie hat mich diese Liebesgeschichte in diesem Buch nicht so gefangen genommen. Ich wollte dem Autor aber gerne noch eine Chance geben und habe mich deswegen für Namiko und das Flüstern entschieden. Denn da geht es auch um eine Liebesgeschichte, um dieses Mädchen Namiko. Mehr weiß ich davon eigentlich auch noch nicht. Es soll eine romantische Geschichte sein, zart und schön wie eine japanische Kirschblüte. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ich hier vielleicht dann doch mehr mitgenommen werde zwischen den Liebenden. Und deswegen, Andreas Sechet bekommt hier nochmal eine Chance, sich bei mir ins Herz zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr den Autor kennt, ob ihr eins seiner Bücher besonders empfehlen könnt. Ich habe auch die Leuchtturmmusik noch auf der Wunschliste stehen. Und auch dieses Buch habe ich mir für den kommenden Sommer vorgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass das Setting sehr ins Sommerliche gehen könnte mit den Kirschblüten. Frühjahr, Sommer, ja, mal schauen. Also das könnte sein, dass ich das auch relativ bald lesen möchte. Und das waren sie, meine Neuzugänge aus dem letzten Monat. Ich bin gespannt, ob ihr eins der Bücher kennt, ob ihr eine Meinung dazu habt. Schreibt sehr, sehr gerne was in die Kommentare. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und wenn ihr sagt, Sarah, das Buch ist absolut was jetzt für die kommende sommerliche Zeit, dann sagt es mir auch gerne, dann kommt es höher auf dem Want-to-Read-Stapel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da ein bisschen drüber austauschen könnten. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet und bis dahin macht's gut und frohes Lesen!